Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plenum TV, Ihrem Politmagazin für Oberfranken. Der Oktober ist fast schon wieder vorbei und dieser Monat hatte viele Themen für Bayerns Politiker. So befassen wir uns in dieser Ausgabe mit dem Neonazi-Richter aus Lichtenfels. Staatsministerin Ilse Aigner hält ihre Regierungserklärung mit dem Titel Energie für Bayern sicher, bezahlbar, sauber. Und wir beschäftigen uns mit der Mathematikschwäche bei Bayerns Schülern. Kopfschütteln, Unverständnis. Die Reaktionen auf den Fall Mike B. waren ziemlich einstimmig. Wie kann es sein, dass sich der ehemalige Sänger einer Neonazi-Band aus Brandenburg in Bayern als Richter bewerben kann und dann sogar dem Amtsgericht Lichtenfels auf Probe zugewiesen wird? Während in München die zuständigen Ministerien über den Fall beraten, stand in Oberfranken in der vergangenen Woche der Richter selbst im Fokus. Mike B. hat bereits den Dienst quittiert. Die Band Hassgesang. An der rechten Gesinnung der Brandenburger Musiker gibt es nichts zu deuteln. Deswegen steht sie auch unter Beobachtung des dortigen Verfassungsschutzes. Ende letzten Jahres wird der Sänger der Band, der 28-jährige Mike B., hier Familienrichter auf Probe am Amtsgericht Lichtenfels. Unfassbar finden die Menschen dort. Ja, ich kenne den Mann zwar nicht, aber ich frage mich, wie der so einen Posten bekommt. Was soll man sagen? Unbegreiflich. Kann man ja, wollen wir mal sagen, unbegreiflich. Das andere Wort kann man nicht öffentlich sagen. Die zuständigen Behörden geraten in Erklärungsnot. Der Verfassungsschutz teilt mit, man habe im Februar vom Umzug Mike B.s nach Bayern erfahren. Die Behörde wusste aber nichts von dessen Absicht, Richter werden zu wollen. Eine Meldung ans Justizministerium blieb aus. Das Ministerium selbst hätte beim Verfassungsschutz anfragen müssen. Dazu hätte Mike B. wiederum aber in seiner Bewerbung Angaben zu seiner Vergangenheit als Sänger und Aktivist in der rechten Szene machen müssen. Wer sich für den Bayerischen Justizdienst bewirbt, muss eine Erklärung zur Verfassungstreue abgeben und einen Fragebogen zur Verfassungstreue ausfüllen. Darüber hinaus wird vor Einstellung eines Richters oder einer Richterin ein Auszug aus dem Bundeszentralregister, populär gesagt Strafregister, eingeholt, um festzustellen, ob irgendwelche strafrechtlichen Vorahnungen vorhanden sind. Mike B. fällt, salopp gesagt, durchs Raster. Ein System, das auf Gutgläubigkeit beruht, findet der Lichtenfelser Bürgermeister Andreas Hügerich. Glauben Sie wirklich, dass da jemand dann die komplette Wahrheit sagt, du, ich hab da noch was, das wollte ich euch noch mitteilen. Also darauf, glaube ich, brauchen wir uns nicht stützen, brauchen wir auch nicht hoffen. Mike B. fliegt nur durch Zufall auf. Ein Bayreuther Polizeibeamter wird bei seinem Namen stutzig, als der 28-Jährige eine Anzeige aufgibt und meldet sich beim Verfassungsschutz. Sowohl Bayerns Innenminister Joachim Herrmann als auch Justizminister Winfried Bausback sprechen sich nun für die Wiedereinführung der Regelanfrage aus. Soll heißen, jeder Staatsdiener würde pauschal vom Verfassungsschutz überprüft. Im Landtag herrscht darüber Diskussionsbedarf. Also meine ganz persönliche Meinung dazu ist, nachdem ich aufgescheucht bin, dass eine Regelanfrage im Grunde eigentlich sinnvoll wäre, sie im Verfassungsschutz auch wieder einzuführen. Dass man wieder zu der Schnüffelpraxis zurückkehrt und die Leute vorher alle abcheckt und befragt, dass die Zeiten sind vorbei. Ich denke doch, dass man den Hinweisen nachgehen sollte, wenn man welche hat. Das ist wesentlich konsequenter. Mike B. selbst wird am letzten Dienstag vom Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg angehört. Er bittet selbst um seine Entlassung, die noch am Dienstagabend offiziell wird. Die juristische Karriere des 28-Jährigen in Bayern ist nunmehr vorbei. Die Diskussion um die Regelanfrage steht aber erst am Anfang. Am 11. März findet in Oberfranken eine Besprechung aller Sicherheitsbehörden statt, wo über diesen Namen geredet wird, wo ausdrücklich geredet wird, kennt den jemand, wir müssen gemeinsam Verfassungsschutz und Polizei drangehen, wo taucht er auf, was macht er, welchen Beruf geht er nach, mit klarem Ermittlungsauftrag an alle. Dass dieser Ermittlungsauftrag dann zunächst einmal nicht erfolgreich sozusagen umgesetzt war, das ist in der Tat die Panne. Aber zu behaupten, es sei da nichts gemacht worden oder man habe das verschlafen, ist halt einfach grober Unfug. Und da bin ich schon ein bisschen besser zu differenzieren. Ja? So. Und ich habe Ihnen gesagt, da ist versucht worden, den Beruf zu ermitteln, da ist die rechtsradikale Szene beobachtet worden und dergleichen. So, jetzt müssen wir daraus lernen, wie muss er das in Zukunft noch besser machen, gar keine Frage. Aber ich bleibe trotzdem bei der Bewertung, das ist im Einzelfall eine Panne, aber ich kann von der Struktur her nicht erkennen, dass es nicht richtig ist. Die haben sich zusammengesetzt, die haben auch, das wird alles im Ausschuss vorgetragen, die haben
dreimal nochmal in Brandenburg nachgefragt. Der Verfassungsschutz Bayern hat beim Verfassungsschutz Brandenburg nochmal lang. Wisst ihr noch mehr über den und dergleichen? Die Polizei hat bei der Polizei Brandenburg nachgefragt. Habt ihr noch mehr? Habt ihr irgendwelchen Hinweis? Was will denn der bei uns? Was macht der hier? Immer mit leeren Nullergebnis. So. Wir werden das im Ausschuss nochmal darlegen. Ich will das nicht jetzt gutheißen. Aber die Behauptung, dass das sozusagen eine skandalöse sozusagen Faulheit oder völlig Untätigkeit oder sonst was des Verfassungsschutzes oder der Polizei gewesen ist, das ist halt einfach nicht richtig. Wie steht es um Bayerns Energiepolitik? Knapp ein Jahr nach der Wahl steht Wirtschafts- und Technologieministerin Ilse Aigner den Abgeordneten Rede und Antwort. Das Thema ihrer Regierungserklärung: Energie für Bayern sicher, bezahlbar, sauber. Ob dies auch bei der Opposition Anklang findet, sehen Sie selbst. Wir werden den Dialog aufnehmen. Am 3. November beginnen wir mit allen Verbänden, mit allen aus Wirtschaft, aus dem Umweltschutz bis hin zu Vertretern der Bürgerinitiative. Wir werden natürlich auch die Kollegen des Landtags mit einbinden. Ich bin schon gespannt auf eine konstruktive Mitarbeit. Wir werden uns wissenschaftlichen Rat einholen, das aber nicht einseitig. Ich stehe zu 100% hinter Energiewende. Es ist lohnend für unser Land und es ist ein großartiges Projekt, das wir auch zum Erfolg führen wollen. Aber es kann nur Erfolg haben, wenn wir dementsprechend auch die richtigen Projekte zeitgerecht in der richtigen Reihenfolge angehen. Es wird von allen etwas Kompromissbereitschaft natürlich auch einfordern. Es wird keine hundertprozentig zentrale oder auch keine hundertprozentig dezentrale Versorgung geben. Es wird nicht 100% Autarkie, aber eben auch nicht 100% Abhängigkeit von anderen bedeuten. Und es wird letztendlich auch vielleicht nicht 100% ökologisch, aber auch nicht 100% kostengünstig sein. Wir müssen hier wirklich die vernünftige Mitte finden. Ich habe sehr wenige Punkte gefunden, in der ich hier zustimme. Eindeutige Zustimmung ist, dass wir in puncto Windkraft Vorreiter sind, dass wir da in Bayern viel getan haben. Wobei ich aber betonen möchte, das ist das Verdienst der Bürger und es ist der Verdienst der Kommunen, nicht der Staatsregierung. Wo ich ihr nicht zustimme, ist es, dass sie ziellos, ohne konkrete Planungen weiterhin in die Energiewende geht, in die Energieplanung. Da ist ein echtes Defizit vorhanden. Ilse Aigner hat deutlich gemacht, dass wir in Bayern gut unterwegs sind. Über ein Drittel unseres Stromes kommt aus den regenerativen Energien, im Bund dagegen gerade einmal ein Viertel. Sie hat auch deutlich gemacht, dass die Stromversorgung in Bayern auch nach der Schließung der Kernkraftwerke Gundremmingen und Grafenrheinfeld gesichert sein wird. Aber sie hat auch darauf hingewiesen, dass in der Zukunft natürlich das Problem bleibt, wie soll die Grundversorgung sichergestellt werden. Da hat sie die Meinung geäußert, wir bräuchten neue Kraftwerke und sie hat darauf hingewiesen, wir bräuchten ein neues Strommarktdesign. Also hier sind Herausforderungen, ich glaube, wir wissen das alle, die noch ungeklärt sind und wo wirklich ungeklärt ist, welche Kraftwerke brauchen wir, wer baut die und welche Leitungen brauchen wir dazu. Es war erwartungsgemäß jetzt nicht viel Neues aus unserer Sicht, abgesehen davon, dass die Frau Staatsminister praktisch nur um Strom gesprochen hat, aber Energiewende ist ja ein bisschen mehr als nur Strom, hat sie aus meiner Sicht wieder viel zu wenig oder überhaupt nicht ihr Konzept, das Konzept der Staatsregierung dargelegt. Sie verweist darauf, das ist dann Bundesangelegenheit. Ja, natürlich, klar. Aber wir haben ja auch mal gesagt, dass wir in Bayern Vorreiter sein wollen, hat die Staatsregierung gesagt, hat Herr Seehofer gesagt. Und das war natürlich ein bisschen dünn dann. Kommen wir zu einem anderen Thema, dem Verdacht auf Wahlbetrug. Schon kurz nach der Kommunalwahl keimte der Verdacht auf, dass bei der Abstimmung in Geiselhöring bei Straubing nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Die übergeordneten Behörden ermittelten, auch die Staatsanwaltschaft war an der Untersuchung beteiligt und wurde fündig. Ein Skandal für Bayerns Politik, den es auch im Bayerischen Landtag zu ergründen gilt. Es war keine große Überraschung mehr. Aber seit Anfang des Monats haben die Geiselhöringer Gewissheit. Die Kommunalwahlen in der 7000 Einwohnergemeinde waren gefälscht. Das haben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben. 350 Stimmzettel, vor allem von Erntehelfern, hätten bei der Wahl nicht berücksichtigt werden dürfen. Angesichts der Informationen, die bisher schon in der Presse waren, habe ich eigentlich damit gerechnet. Von der Reaktion her ist es so, dass ich froh bin, dass jetzt eine Entscheidung da ist und dass wir wissen, wie es weitergeht letztendlich, wo es die nächsten Schritte sind für uns in Geiselhöring. Der wohl zu Unrecht abgewählte ehemalige Bürgermeister Bernhard Grempel hat nun Genugtuung. Die Ermittlungen haben seinen Verdacht bestätigt.
Mir wurde ja vieles vorgeworfen. Schlechter Verlierer war noch das, ja, die schönere Aussage. Ich glaube, es geht nicht nur um mich oder um die Stadträte der Freien Wähler. Die sind ja auch betrogen worden, in dem Sinn, dass wir mindestens 2 Sitze mehr hätten. Sondern es geht um die Bürger. Die Bürger, jeder einzelne Bürger ist hier betrogen worden. Das muss man sich mal klar herausfiltern. Seit Zugang der Bescheide sind nun alle im März gewählten Kreisräte, Stadträte und der Bürgermeister in Gerselhöring ihre Ämter enthoben. Wer den 16-seitigen Bescheid der Regierung von Niederbayern liest, dem wird klar, der Wahlbetrug muss von langer Hand geplant gewesen sein. Da wurden Briefwahlunterlagen für Erntehelfer angefordert, die zum Zeitpunkt der Wahl gar nicht in Deutschland lebten. Oder aber sie waren in Gerselhöring gemeldet, wohnten aber im Nachbarlandkreis. Die Regierung zitiert aus den Zeugenvernehmungen der Kripo Passau. AC ist erst Ende Mai nach Deutschland gekommen. CM hat immer in Schaffhöfen im Landkreis Regensburg gewohnt und das Haus in der Bahnhofstraße, bei dem sie gemeldet war, noch nie gesehen. Dieses Haus spielt im Bescheid auch eine größere Rolle. Von Januar bis März waren hier 46 Personen gemeldet, 45 haben laut Abstimmungsvermerk gewählt. Nach Aussage der Miteigentümerin des Hauses hat hier aber seit August 2013 niemand mehr gewohnt. Vor allem nicht im Winter, da die Heizung fehlt. Und ein Rumäne, der hier gemeldet war, hat auch bestätigt, dass er hier nie gelebt hat. Ein Erntehelfer sagte aus, dass er die Wahlunterlagen im Ausland unterschrieben und dann einem Kurier mitgegeben habe. Auch andere bestätigen in den Vernehmungen, dass sie, wenn überhaupt, nur die Wahlscheine unterschrieben, aber keine Stimmzettel ausgefüllt hätten. TC sagte, den Wahlschein hat er unterschrieben. Die Stimmzettel hat er nicht ausgefüllt. Den Wahlschein und die Blankostimmzettel hat er ins Kuvert gesteckt und dem Busfahrer nach Deutschland mitgegeben. Die Liste lässt sich anhand der Auszüge aus den Vernehmungsprotokollen noch beliebig fortsetzen. Die Folgen für die Politik im Landkreis Straubing-Bogen sind klar. 3 Wahlen müssen nun wiederholt werden. Die Kreistagswahlen definitiv auch landkreisweit. Auch das ist mit den Bescheiden nun geklärt. Und irgendjemand wird für den massiven Wahlbetrug wohl auch noch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden müssen. Wer? Das müssen nun die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zeigen. Rechtschreibung und Mathematik. 2 Kernkompetenzen, die Bayerns Schüler immer weniger beherrschen. Dabei bauen viele Fächer zum Beispiel auf den Grundkenntnissen der Grundschulmathematik auf. Die Folge? Schlechte Noten in Mathematik ziehen sich durch die komplette Schullaufbahn. Dem möchte der Landtag jetzt entgegnen. Die Politiker sitzen auf die vorschulische und schulische Förderung des Unterrichts. Wenn ich zurückdenke, bei der Legasthenie ist ja was Ähnliches, haben wir sicher lange gebraucht, bis wir uns auf dieses Handicap, das eben bei Kindern auch vorhanden sein kann, eingestellt haben. Und ähnlich ist es jetzt auch mit der Rechenschwäche. Es braucht einfach seine Zeit. Wir haben in der Ausbildung der Lehrerschaft, in den Fortbildungen für die Lehrkräfte und sicher auch im individuellen Einzelfall schon die Chance hier, durch Differenzierungen und durch ein hohes Maß an Individualisierung auf die Kinder einzugehen. Also individuelle Förderung und nochmal individuelle Förderung. Wichtig ist, dass das Personal geschult wird. Die müssen das in den Kindertagesstätten und in den Schulen schon erkennen, möglichst früh erkennen, weil je früher, desto besser. Und natürlich dann die Förderung, aber das kostet auch wieder Geld, weil auch dafür brauchen wir wieder Personal. Also wir müssen da weitere Fachleute einsetzen, die helfen. Aber das ist für mich nur die zweite Lösung. Viel wichtiger wäre, dass die Eltern sich mehr um ihre Kinder kümmern, dass auch mal wieder, wie es bei mir selbstverständlich war, und auch bei meinen Kindern durch meine Gattin, da muss man halt auch sich mal hinsetzen und mit denen auch üben und nennen wir es trainieren. Da könnte man manches auch an Geld sparen. Das wäre nämlich auch wirtschaftlich. Ja, man mag meinen, das ist ein Randproblem, aber in der Tat, das ist eine Problematik, die viele Kinder in den Schulen betrifft und sich durch die ganze Schulzeit hindurchzieht. Deshalb sind wir der Meinung, dass man an das Problem grundlegender herangehen muss. Wir haben deshalb eine Anhörung zu dem Thema auch durchgesetzt im Landtag und wir wollen, dass von Anfang an die Kinder entsprechend gefördert werden. Wie das gehen soll, darüber streiten auch die Fachleute und deshalb brauchen wir auch mehr Mittel für die Forschung. Das war wieder Plenum TV, das Magazin im Oktober für Oberfranken. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie Politik hautnah erleben wollen, dann öffnet das Parlament seine Pforten am 8. November. Das war's jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.